Willkommen zu einer weiteren Episode zum Thema Jagen im Ausland. Heute Episode 19, Norwegen. In Norwegen gibt es verschiedene Jagdmöglichkeiten. Was wir im Moment anbieten, ist vor allem die Rentierjagd, aber auch die Jagd auf das Elchwild. Für die Rentierjagd gibt es unterschiedliche Unterkunftsmöglichkeiten. Je nachdem, in welchem Gebiet man jagt, sind es entweder, wie man hier sieht, größere Zelte, indem man dann in der Nähe der Rentierpopulation untergebracht ist, oder teilweise sind auch in den Revieren Blockhütten oder Jagdhütten vorhanden, in denen man dann entsprechend während des Tages unter oder der Nacht untergebracht ist. Und unter Tag wird dann hauptsächlich gepirscht und quasi versucht, die Rentierherden zu erreichen, um dann einen entsprechenden Bullen auszumachen. Von der Landschaft her ist es, je nachdem, wo man jagt, meistens, wie man hier sieht, relativ karg, mit viel ja, Geröll, Steinen und wenig Unterwuchs. Dafür hat man aber auch relativ lange Strecken, die man hier wirklich auch mal laufen muss. Teilweise ist es auch eher gebirgig, das heißt, man kann bis zu 2.500 Meter hochgehen müssen, um letztendlich die Rentiere zu suchen. Die Jagd an sich ist hauptsächlich auf der Pirsch. Das heißt, man läuft eigentlich gezielt zu den Stellen, wo man eigentlich die Rentiere erwartet. Und von dort aus versucht man dann entsprechend anzupirschen und einen passenden Bullen auszusuchen. Ist man dann in die Nähe gekommen, sucht man sich verschiedene Deckungen. Da es relativ wenig ja, Unterwuchs, Bäume und so gibt, muss man, so wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, auch Steinformationen oder kleinere Büsche als Deckung ausnutzen, um dann an das Wild heranzukommen. Und dann entsprechend zu schauen, ist ein passender Bulle dabei, ja oder nein. Ja, wenn man sich dann angenähert hat, sieht man meistens eher größere Gruppen. Also Rentieren sind in der Regel immer Herdentiere. Das heißt, es ist eher weniger, dass man da auf einzelne Bullen trifft, sondern meistens stehen die zusammen mit dem Kahlwild in Gruppen und man kann dann entsprechend einen passenden Hirsch auswählen. Ja, was man jetzt hier sieht, oft ist es auch so, dass wirklich die Gruppen eng zusammenstehen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier auch mal einen Hirsch ausmache, muss ich doch noch eine gewisse Zeit warten, bis der wirklich mal frei steht und ist auch wirklich Geduld hier gefragt. Wichtig ist in Norwegen, man sollte wirklich eine gute Kondition auch mitbringen, da es wirklich teilweise sein kann, dass man einige Stunden oder auch einige Kilometer pro Tag läuft, um letztendlich wirklich die Herden zu finden. Und selbst wenn man sie gefunden hat, muss man denen noch einiges nachlaufen, bis man letztendlich zu Schuss kommen kann. Ja, wenn man dann erfolgreich war, sieht man jetzt hier einen sehr guten Karibu-Bullen, den man nach längerer Pirsch letztendlich zur Strecke bringen konnte. Gut, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags zu Norwegen. Neben Rentier können wir teilweise auch die Elchjagd anbieten. Elchjagd ist anders wie bei der Rentierjagd, wo man wirklich als Einzeljagd im Pirschen läuft. Bei der Rentierjagd wird es mehr mit Hund gejagt. Und da ist es so, dass man in kleineren Gruppen ist, aber trotzdem jeder Jäger zusammen mit seinem Hundeführer alleine unterwegs ist und man dann die Elche sucht. Und diese Hunde letztendlich dann die Elche findet, stellen. Und dann kann man mit dem Hundeführer an den Elch herantreten, um dann den Elch zu erlegen. Ja, das war ein kurzer Einblick in die Jagd in Norwegen. Morgen mit der nächsten Episode geht es weiter.